Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Überraschungsorakel. Du weißt bestimmt, um was es geht, weil du schon den Titel gelesen hast und wir werden jetzt gemeinsam uns auf die Reise machen. Was kommt auf dich zu? Welche Highlights? Welche Stolpersteine? Ja, und ich habe so das Gefühl, es kommt zu einem Wendepunkt oder Richtungswechsel. Irgendetwas wird eingeläutet, irgendetwas wird verändert oder umgedreht, also umgepolt. Und dafür ist der perfekte Zeitpunkt jetzt für dich gekommen, weil etwas geht und etwas kommt. Ja, das heißt, du entscheidest, was du loslässt und du entscheidest aber auch, was auf dich zukommen möchte. Denn wir haben da hier das perfekte Timing. Und du bist ganz entspannt, mein Schatz. Wir haben die Königin der Kelche, wir haben hier die Sterne, die für Erfolg sprechen. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht ist es ja tatsächlich ein Wendepunkt oder ein Richtungswechsel, was auf dich zukommt. Wir werden es uns anschauen. So. Was ist für euch jetzt wichtig zu erfahren, zu wissen, in die Umsetzung zu bringen? So. Ja, ich fange mit denen an. Okay, was kommt auf euch zu? Ich muss nur das Kabel lassen und wenn ich da ankomme, dann wackelt immer die Kamera so. So. Okay, was kommt auf meine Zuschauerinnen und Zuschauer zu in der nächsten kommenden Zeit? Was wird auf euch zukommen? Wow, jawohl. Jawohl, die nächsten beiden Karten. So, die möchten auch noch raus, aber jetzt. Unverhofft Geld, also irgendetwas kommt unverhofft in dein Leben, mit dem du nicht gerechnet hast. Das kann jetzt alles sein, mein Schatz. Ja? Das ist ja dieser, ich wollte nur sagen, das ist dieser Wendepunkt. Was kommt da? Tatsächlich der Wendepunkt in eurem Leben. Das siehst du aber noch nicht. Du bist noch nicht vielleicht dort, weil hier ist noch der Schmetterling vor deinen Augen. Also hier ist tatsächlich ein Wendepunkt in eurem Leben. Also ein ganz großer Wendepunkt kommt in euer Leben und auf eine wunderbare Weise. Wir haben die Sterne, das zeigt ein Wunder an oder läutet ein Wunder an. So, jawohl. Dann haben wir hier das Gericht, Bewusstwerdung. Ja, das ist gut. Weiser Berater, zukünftiger. Okay. Ja, der Wendepunkt ist, dass du falsche Personen riechen kannst, ja, fühlen kannst. Verlass dich darauf, mein Schatz. Du wirst das Gute von dem wenigen Guten auseinander entscheiden können, ja. Wie bei Cinderella, die Guten ins Töpfchen und die anderen ins Köpfchen. Und jetzt nur umgekehrt, ne? Jetzt tust du die Guten ins Kröpfchen und die anderen ins Töpfchen, okay? Also du lässt, der Wendepunkt in deinem Leben ist, dass du besser erkennen kannst, wer sagt die Wahrheit und wer lügt. Was ist KI kreiert, wo man, um Menschen noch mehr in die Verunsicherung, in die Ängstlichkeit zu schicken, und was ist tatsächlich wahr an der ganzen Sache, ja? Also du wirst es erkennen, du wirst es spüren. Das hat nämlich etwas Weltliches auch zu tun, weil wir haben auch das Gericht. Also hier ist auch das tatsächlich der Wendepunkt. Vielleicht hat man dir böse mitgespielt, aber es kommt zu Gericht. Ja, also hier hat ein Gericht oder die Gerechtigkeit wird siegen. Sieg,
Ne? Du wirst siegen. Deine Gerechtigkeit wird siegen. Und was dir bewusst wird oder was dir schon jemand gesagt hat, dass hier der Zukünftige auf dich zukommt. Also Halleluja. Der ganze Oktober. Ich glaube, ich habe bis zum 17. Oktober schon gelegt. Das ist echt krass. Da geht es echt um Love, 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 Love. Das ist echt spannend. Okay. Ein weiser Berater, eine weise Beraterin hat dir schon die Dinge vorausgesagt, dass ein Wendepunkt kommen wird. Ja? Entweder kommt der Wendepunkt im Allgemeinen, in der Weltlichen, auch weltlich kommt ein großer Wendepunkt auf uns Menschen zu. Aber es könnte natürlich auch etwas mit deinen Zukünftigen zu tun haben. Ja? Vielleicht bist du dann nicht mehr Single, aber hier wartet eine Person, egal ob männlich oder weiblich. Lasst euch nicht abschrecken, nur weil das eine männliche Person ist. Das kann auch eine Frau sein. Wir sind in der allgemeinen Legung. Und das ist die Bewusstwerdung. Irgendetwas wird dir bewusst, dass du etwas Besseres in deinem Leben verdient hast. Ja? Also es wird dir absolut bewusst werden. Wow, zieh. Na gut, dann schauen wir weiter. Was wird dir noch bewusst oder was hat denn noch mit dem Wendepunkt zu tun? Oh, ein Ring, ein Geschenk, etwas, was, ja, ein Vertrag. Ja, vielleicht machst du auch einen Vertrag mit dir, dass du sagst, ich erkenne ab jetzt nur noch Menschen, die es ehrlich mit mir meinen. Okay? Vielleicht erkennst du jetzt Menschen, wer es ehrlich mit dir meint, wer wirklich, wirklich, wirklich die Wahrheit sagt und wer nicht, ja? Weil hier prallen Wahrheiten zusammen, wo du dann schon immer mehr weißt, was die Wahrheit ist und was nicht. Aber das passiert deshalb, um deine Aufmerksamkeit noch mehr zu schulen, zu trainieren. Rauzi Pauzi, da sind zu viele, da sind zu viele. Upla. So. Ja, das hat etwas mit dem Winter zu tun, aber du wirst schon vorbereitet auf das, was kommen wird. Also dein Wendepunkt wird im Winter sein, okay? Vielleicht schaust du dir auch die Single-Legung an, auch das kann sein, dass die Single-Legung mit dir in Resonanz geht. Eine noch. Dankeschön. So. Ja, irgendetwas ist auf dem Weg zu dir. Irgendetwas ist auf dem Weg zu dir. Seht ihr? Wendepunkt. Wir haben wieder den Wendepunkt. Die Transformation. Also hier transformierst du etwas ins Positive. Das kann jetzt im Winter sein. Ein neuer Job. Ja? So. Das kann ein neuer Job sein. Das kann auch sein, dass ihr umzieht, auszieht. Aber hier ist wichtig, meine Lieben, dass diese Transformation wichtig für euch ist, weil nur so kommt ihr in die Stabilität. Also das, was du jetzt erfahren hast oder wirst, ja, das hilft dir besser mit deinem Feingefühl, Mitgefühl, zurechtzukommen. Das heißt, dass du schneller erkennst, wer tut dir gut, wer tut dir nicht gut. Ein Wendepunkt könnte auch in deinen Finanzen, aber auch um das Mitfühlende, denn die Fische stehen für die Finanzen, aber auch für das Mitgefühl, für die Gefühle, für tiefe Gefühle. So. Und das kommt schnell. Das wird, dann wird es schnell gehen, meine Lieben. Also hier könnt ihr schon mal versichern, dass von Oktober bis November, Jänner werdet ihr sehr gefordert werden, vielleicht auch noch nächstes Jahr, ja, um zu herauszufinden, um zu spüren, zu wissen und den Wendepunkt herbeiführen. Was für einen Wendepunkt möchtest du in deinem Leben haben? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich gehe dann wie immer mit der Energie dann drüber. Okay?
So, das Glück, hoppla, das Glück ist jetzt an eurer Seite. Hier wirst du glücklich werden. Dein zukünftiges Ich, und das ist dir bewusst, dass jetzt dein zukünftiges Ich es viel, viel besser haben wird wie das vergangene Ich, weil du dazugelernt hast. Ja, ganz logisch. Sehr interessant. Und da können eben neue Verbindungen auch stattfinden. Loslassen und Vertrauen. Und eine Karte hätte ich noch, weil dann haben wir die Reihe komplett. Wow, ja. Das Herz. Mich hätte es verwundert, wenn es jetzt nicht kommen wäre, weil, wie gesagt, der ganze Oktober ist in der Love Pipeline. Also hier geht es wirklich um Love, 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 Love. Und um Richtungswechsel, Wandel, Gericht. Hier passiert auch etwas mit dir. Du wirst nicht mehr die Person sein, die du noch vor ein paar Monaten warst. Du wirst so viel dazugelernt haben. Mich juckt mein linkes Auge. Und ihr wisst, wenn das linke Auge juckt, dann ist es der Seelenpartner von euch nicht weit. Ja? Sind alles so Zeichen vom Universum. Auch wenn dein linkes Auge juckt, dann ist dein Zukünftiger in deiner Nähe. Das heißt nicht, dass du ihm begegnen wirst, aber er ist in deiner Nähe. Wieder Vertrauen. Ja, spannend. Das ist interessant. Richte deinen Fokus auf das Dienen und sieh die Liebe in dir und in anderen Menschen. Ja? Wenn andere Menschen gelogen haben, lass sie. Sie sind in ihrem Element, sie sind in ihrer Energie, sie trauen sich halt noch nicht, dir die Wahrheit so zu vermitteln oder zu sagen. Ja, loslassen. Lasst bitte falsche Menschen hinter euch. Ja? Gebt sie auf. Ja, lasst sie los. Und ich glaube, das ist auch dann der Wendepunkt in deinem Leben. Wenn du das mal erkannt hast, was für dich die Wahrheit ist und was für dich nicht die Wahrheit ist, wird der Wendepunkt in deinem Leben kommen. Und Segnungen werden ausgeschüttet. Denn wir überschütten dich mit Segnungen unserer strahlender Liebe für dich. Breite deine Arme aus und lasse die Herausforderungen und Probleme los, die du so fest in deinen Händen gehalten hast. Öffne deine Hände, deine Arme und dein Herz, unsere Liebe und deine Unterstützung. Also hier wirst du Unterstützung und Liebe von deinen Engeln erhalten. Perfektes Timing für einen Richtungswechsel ist im Winter. Der perfekte Zeitpunkt für einen Richtungswechsel ist Winter bis Frühling. Also solltest du vorhaben, in ein neues Zuhause zu gehen, dann wirst du das an einen Winter bis Frühling machen. Ja, wenn du sagst, im Winter siehst du nicht, kann sein, dass du da schon anfängst im Winter. Im Frühling siehst du definitiv. Also nächstes Jahr 2025 oder übernächstes Jahr 2026 wirst du siedeln oder ihr werdet siedeln. Also hier ist ein Wendepunkt. Das kann jetzt natürlich auch beruflich siedeln sein. Ne? Das muss nicht deine Wohnung betreffen. Ja, das kann aber auch deinen Job betreffen. Das kann auch sein, dass du hier umsiedelst, ja, dass du einen neuen Job quasi angehst. Auch das kann ein Siedeln sein, ne? Unbewusst und bewusst siedelst du von einem Job zum anderen, von der Arbeitssuchenden zu einer Angestelltenverhältnis, ja. Also hier wird ein Wendepunkt auf dich zukommen. Weil du ab jetzt vertraust und du deinen Fokus auf Dienen richtest.
Der größte Wunsch deiner Seele ist es, voller Begeisterung zu dienen und in einem ständigen Fluss ekstatischer Freude zu schwimmen. Dieser Fluss gibt dir kosmische und kontinuierlich alles, was du jetzt brauchst, kommt und fließt zu dir. Richte deinen Fokus darauf, in jeder Situation und in allem, was du tust, in diesem Strom des Gebens und Nehmens zu bleiben. Also hier dein Wendepunkt, nicht nur geben, auch nehmen und nicht nur nehmen, sondern auch mal geben. Und das Vertrauen, ja, also hier kommt wieder mehr Vertrauen in dein Leben, mein Schatz, ja. Also wenn du sagst, boah, Vertrauen war jetzt Mangelware, weil du jetzt nicht gewusst hast, für wen sollst du vertrauen, wo sollst du jetzt hingehen, wo fühlt es sich gut an. Das war jetzt vielleicht ein bisschen eine Herausforderung auch für dich, aber du wirst merken, du wirst dich bald besser fühlen, weil du eben immer mehr dahinter kommst, weil das Universum zeigt dir, welche Menschen dir gut tun. Die müssen ja gar nicht erstmal falsch sein, die Menschen, aber sie passen nun mal halt nicht mehr zu dir. Also wenn du dich gefragt hast, wann sollst du etwas angehen, dann kann ich dir sagen, zwischen Winter und Frühling. Ja, das sehe ich auch so, definitiv. Weil das ist ja, die Geduld wird ja auf deine Probe gestellt, denn du wünschst dir ja den Wendepunkt jetzt schon, sonst würdest du dieses Video nicht anschauen. Aber die Karte mögen die wenigsten und die Karte ist aber am wichtigsten, ja, dass du wirklich Geduld quasi in dein Leben bringst. Leichtigkeit. Wenn du Geduld hast, dann hast du Leichtigkeit. Wenn du Leichtigkeit hast, dann hast du das eh schon. Dann kriegst du das, was hier ist, wird dir an das Universum dann geben. Und hier ist der Tempelweg oder der Ballast. Hier wird man dir quasi einen Tempel bauen oder du wirst quasi in deinen Tempel einziehen. Ja, du denkst ab und zu noch zu viel, lass das Denken los. Ja, also hier ist es wichtig, dass du dir nicht alles zerdenkst, sondern dass du geduldig bist und du wirst merken, du wirst auch einiges mehr in die Leichtigkeit umsetzen, weil du natürlich dann immer mehr in deinen Energiefluss bist. Das geht doch gar nicht anders, ja. Weil wenn du das Vertrauen hast, dann vertraust du auf deinen Richtungswechsel. Ja, und du befreist dich. Die sieben der Stäben. Hier befreit sich jemand. Hier öffnet jemand das Tor. Gleichberechtigung. Ja, hier findet wirklich Gleichberechtigung statt. Das sehe ich auch so. Die Sterne stehen jetzt wirklich günstig. Für die Gleichberechtigung, hier sorgt jemand dafür, dass jemand gleichberechtigt wird. Ja, überall dort, wo Unrecht war, Unrecht, ja, das Gericht, wird Gerechtigkeit walten. Ja, also hier sorgt jemand, hier sitzt jemand auf der Kanne und schaut, dass jemand gleichermaßen Tee eingeschenkt wird. Und die beiden schauen sich aber gleichwertig in die Augen. Da ist niemand neidisch, wenn jemand einen Tropfen mehr bekommt als der andere. Aber man schaut, dass alle beide gleich viel bekommen. Und dann haben wir die sieben der Kelche. Wir haben die sieben der Stäbe und jetzt haben wir die sieben der Kelche. Also hier passiert echt einiges. Man leuchtet oder der Stern, den du dir jetzt aussuchst, den bringst du jetzt zum Leuchten. Absolut. Du wirst bald der Star sein. Also wirklich ein Stern. Du wirst ein Sternenleuchten oder du schaust dir die Sterne an am Himmel. Ja, Sterne spielen schon eine größere Rolle hier. So eine Karte hätte ich nur gerne. Dankeschön.
Wow, der Ritter der Kelche. Und der Ritter der Kelche ist einer der gefühlvollsten. Das heißt, du kommst in deine Gefühlswelt. Du tauchst wieder in deine Gefühlswelt ein, beziehungsweise du hältst auch nichts mehr fest. Ja? Vielleicht warst du am Anfang, dass du Dinge festgehalten hast, aber jetzt lässt du sie los, du lässt sie fließen. Und der Ritter der Kelche weiß um seine, ihre Gefühle. So, upsie. Ja, hier lässt du wirklich los. Du lässt es wirklich hinter dir. Ja. Du bist ein Mensch gewesen, vielleicht früher, vielleicht jetzt noch immer, der immer oder die immer auf Numero sicher gegangen ist. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast, es hat sich immer müssen sicher anfühlen. So, die Menschen sind jetzt es gewohnt gewesen, dass es Sicherheit so in unserer Umgebung oder in deiner Umgebung nicht mehr vorhanden ist. Warum nicht? Ja, weil nichts eine Sicherheit ist. Du selbst bist die Sicherheit. Ja, wenn man dir alles wegnehmen kann, weißt du ganz genau, was du jetzt zu tun hast, weil das Wissen ist in dir drinnen, mein Schatz. Und aus deinem Wissen kreierst du wieder, aus deinem Wissen erschaffst du wieder, aus deinem Wissen gehst du wieder nach vorne. Ja, du lässt dich nicht mehr aufhalten. Hier könnten Familienmitglieder eine größere Rolle spielen. Familienmitglieder spielen eine größere Rolle in deinem Leben. Oder es wird Familie jetzt wichtig für dich. Vielleicht hast du immer gesagt, wow, nee, Partner, nein, Kinder kriegen, nee, danke. Und jetzt fängst du aber an, familiärer zu denken. Oder deine Kinder haben mir das Bedürfnis, mehr mit dir zu unternehmen, mehr mit dir anzufangen oder mehrere Gespräche mit dir zu führen. Also hier geht etwas sehr auf und das ist eine der Meisterschaft. Und du hast gelernt, du hast an deiner Familie gelernt, du bist an deiner Familie gewachsen, du hast deine Familie gelernt zu lieben, du hast dich selber gelernt zu lieben. Ich gehe nur schnell was trinken, Moment. So, da, da. Jetzt kommen wir zu den nächsten Karten. Schon interessante Legung, nehme ich an, ne? Also hier sollst du nicht mehr auf Numero sicher gehen, sondern lass es auf dich zukommen, ja? Vertrau auf deinen Instinkt. Das Universum schaut dafür, dass du Gerechtigkeit jetzt in dein Leben bekommst. Ja? So. Dankeschön. Oh, sehr gut. Ja, vielleicht arbeitest du jetzt von zu Hause aus. Vielleicht kreierst du, erschaffst du jetzt bei dir die Dinge. Ja? Bei dir sehe ich, dass euch sehr, sehr viel hat sich um die anderen gedreht. Ja, du wolltest es den anderen recht machen, aber du hast nicht dir selbst recht gemacht. So. Nicht alle, ne? Logisch, wir sind ja nicht alle in der Reisegruppe mit dabei. Und wow, aber du wirst es dir recht machen, mein Schatz. Die 10 der Kelche, absolute Happy Family, Patchwork Family, Menschen, die du zu deiner Familie dazugehörst oder dazu zählst. Wir haben gerade 16:16 Uhr, auch interessant. Für einige, die es interessiert, 16:16 Uhr. Die 8 der Münzen. Hier geht es darum, dass du hier entweder von zu Hause aus arbeitest oder deine Kreativität kurbelst du wieder an. Also das, was liegen geblieben ist, wirst du wieder aufrollen. Ja?
Also hier ist alles, was liegen geblieben ist, wirst du dir wieder aufrollen. Dann die 7 der Kelche. Hier habe ich das Gefühl, du weißt nicht wirklich, man bietet dir so viel, aber du weißt nicht, wo du zugreifen sollst. Du hast mit vielen Menschen zu tun, aber du weißt nicht, wer sagt dir die Wahrheit oder wer lügt dir ins Gesicht. Ja? Da bist du so im Wiegel-Woggel drinnen. Aber das passt, ja klar, weil du brauchst ja auch Zeit, bis du das verstanden hast, bis du auf deine Gefühle vertraut hast, ja. Und du kommst aber wieder in deine Kraft. Also dein Wendepunkt ist definitiv, dass du wieder in deine Kraft kommst, ja. Irgendwo hast du die Kraft verloren, ja. Entweder gesundheitlich, dass du die Kraft verloren hast, oder psychisch, seelisch, körperlich, bei anderen Menschen. Vielleicht hast du dich auch ausgelaugt gefühlt, nicht verstanden gefühlt, aber das hört jetzt auf, ja? Also kommst du jetzt bald wieder in deine Urkraft hinein. Ja, der Eremit. Du hast dich zurückgezogen, aber in der Vergangenheit, oder du ziehst dich wieder erneut zurück. Dann sagen dir die Karten, na, du kannst dich eine Zeit lang zurückziehen, um dir gewiss werden, wer dir die Wahrheit sagt und wer nicht. Aber hier geht es nicht darum, dass du dich so zurückziehst, dass du hier alleine und einsam dich fühlst, ja? Alleine ist ja gut, ne? Alleine heißt nicht gleich einsam, ne? Also hier, manche fühlen sich ja auch alleine ganz wohl. Ich mag das auch mal, alleine für mich zu sein. Es tut gut. Dann haben wir die 9 der Münzen und das Ass der Stäbe. Wow. Also hier dein drittes Auge wird lodern. Das wird brennen. Es wird aufgehen. Es wird sich öffnen. Du wirst fühlen. Du wirst spüren. Gerade wenn du dich von einer Person nicht verstanden gefühlt hast, dann wirst du jetzt diese Person aber anfangen zu verstehen. Das heißt nicht, dass es gut heißen muss, aber du verstehst die Handlungen der Person. Und das ist der Wendepunkt. Und die 9 der Münzen. Absolut Fülle. Also hier ist wirklich Fülle in dein Leben. Oder hier möchte Fülle in dein Leben kommen. So, was darf ich euch denn noch mitgeben auf eure Weise? Hört auf. Aber es ist nicht der Kampf mit anderen Menschen. Es ist der Kampf mit dir selber, den du aufgibst. Das ist dein Wendepunkt. Jawohl. So. Die nicht, die sind zu viele. Ja, du machst dich auf den Weg. Du kämpfst mit dir selber. Du haderst selber mit dir. Siehst du? Du glaubst, dass sich jemand davon geschlichen hat. Denke daran. Denke wirklich daran. Es ist gut so. Es ist gut, dass jemand weg ist. Weil so hast du wieder etwas dazugelernt. Ja? Und das Interessante ist, wir haben zweimal das Ass der Stäbe hier bekommen. Es ist wirklich ein leidenschaftlicher Neubeginn möglich. Also, wenn du dich verlassen gefühlt hast, ja, von deinem Job, von einer Person, dein Freund, deine Freundin hat dich verlassen, ja? Oder hat sich getrennt. Dann bitte sei wirklich glücklich über diese Entscheidung. Denn ihr hättet vielleicht so gar nicht zusammengepasst. Aber was ich hier sehe ist, ihr habt die gleichen Werte sogar. Die gleichen Ziele. Aber als Paar passt es einfach nicht. Oder der Job passte nicht, ja? Die Einstellung des Menschen passte nicht, die Energie, die Aura, ja, da war dir zu verschieden. Da war irgendeiner weiter bei den 10 der Kelchen und der andere war noch im Überlegen. Weil das ist die Single-Karte, aber auch die Wohlstandskarte, ja.
Entweder hast du es mit einer Person zu tun, die wirklich über all die Dinge steht, eine sehr leidenschaftlich charismatische Person, die sehr viel feurige Energie in sich trägt. Und das hat dir vielleicht auch gefallen, aber ich sehe, hier ist der Zukünftige oder die Zukünftige. Da passiert ein Richtungswechsel und der konnte nur stattfinden, weil ihr oder du diese Person oder die Personen, die du hier gehabt hast, beruflicher Natur, freundschaftlicher Natur, sich verändert hat, nachbarschaftlich. Aber du hältst dein Zepter in der Hand oder beziehungsweise diese Person hat das Zepter in der Hand gehalten. Jetzt hältst du dein eigenes Zepter in der Hand. Ja? Die Person hat dir nur das Ast der Stäbe gereicht, um deine, um dein Sexappeal, um deine Aura, um deine Energie, um deine Schwingung zu erhöhen. Jetzt darfst du selber weitergehen. Oder umgekehrt, du hast das bei dieser Person gemacht und jetzt geht ihr beide den Weg der Erleuchtung. Aber das Kämpfen, Neid, Missgunst, das hört auf. Dieses kindische Verhalten, ja? Weil, mein Gott, wenn etwas nicht passt, nicht böse sein, denk daran, es ist immer nur zu eurem Wohle, zum Besten aller. Aber das ist dieses, das sind alle drei Karten, sind dieses kindische Verhalten, ja? So, das war jetzt der Wendepunkt für euch. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen alles Liebe, alles Gute und einen wundervollen Start in den Oktober. Alles Gute, Baba, tschüss!